Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Rauschgenerator. Wir haben Weihnachten immer noch. Es ist jetzt nicht das beschissenste Weihnachten, das es je gab, aber mit Covid-19, Lockdown und Aluhüten beknackt genug, um mal ein Spiel rauszukramen, das symbolhaft dafür steht, wie beknackt Weihnachten auch in guten Jahren sein kann. Nur, falls das jemand vergessen hat. Und deswegen gibt es heute Asterix und Obelix auf dem Super Nintendo Entertainment System. Kurz SNES. Ja, okay, SNES. Ich sag gerne SNES. Egal. Asterix und Obelix ist ein richtig schlechtes Jump'n'Run und ich bin mir nicht mal sicher, ob Bubsy auf dem Jaguar wirklich schlechter ist als das hier. Aber das hier ist so ein ganz typisches Spiel, das man unter dem Weihnachtsbaum finden konnte, wenn Eltern, Oma oder Tante einem was Gutes tun wollten und ohne sich auszukennen dem Spross mit einem Videospiel als Geschenk zeigen wollten, wie hip sie sind. Mario, Street Fighter, Turok, Doom, nie gehört. Da ist ein Donald Duck Spiel oder Asterix, das kennt mein Neffe, Sohn, Enkel sicher auch und hat damit viel mehr Spaß als mit Starwing? Naja, und dann packte man das Spiel eben bei der Bescherung aus, sah, was es ist, zwang sich zu dem obligatorischen Grinsen und danke. Also, ich muss jetzt auch nochmal betonen, ich hatte ja damals als Kind kein Super Nintendo, weil es den da auch einfach noch nicht gab. Aber diese Geschichte wiederholt sich auch mit anderen Spielen einfach, da ist es nur symbolhaft. Ich spiele es das erste Mal jetzt mit Obelix durch, später mit Asterix. Sie spielen sich leicht anders. Ich erzähle noch ein bisschen was dann drüber. In der Folge hat man diesen ganzen Käse hier dann halt ein paar Mal reingemacht, bis man endgültig davon überzeugt war, was für ein Dreck es ist. Und jeder hatte dann trotzdem hoffentlich noch bessere Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Wir sind da in der Zeit, 1995, als nicht mehr jedes dicke Franchise, und Asterix ist schon ein dickes Franchise, Kacke war. Siehe Aladdin, was auch ein super Spiel ist. Und 1995 ist für den Super Nintendo schon spät. Aber erst 1996, glaube ich, kam ja der N64 als Nachfolger. Asterix und Obelix ist meiner Meinung nach, aber trotz der recht guten Kritiken, die ich mal so überflogen habe, die es meist bekam, ein Scheißspiel, das mir in den letzten Tagen, als ich es immer mal wieder reinmachte, von Beginn an auf die Nerven ging und sogar in der Lage war, dieses Gefühl folgend noch weiter zu intensivieren. Also genervt zu sein einfach. Es gibt da für mich ein paar ungeschriebene Regeln, an die sich ein gutes Jump'n'Run einfach halten sollte, wenn es Spaß machen soll. Erstens, der einzelne gegnerische Critter, wie zum Beispiel so ein Römer, sollte problemlos und ohne nennenswerte Gegenwehr zerstörbar sein. Beispiel Super Mario. Man hüpft auf einen Gegner, ob das jetzt ein Goomba oder Koopa ist, und der ist kaputt. Und das ist nur die simpelste von vielen Möglichkeiten, das zu tun. Schwierigkeiten, die Kritter zu killen oder an ihnen vorbeizukommen, sollten sich aus der Zahl, Kombination, Anordnung und des Umfelds dieser Kritter ergeben. Aber nicht daraus, dass selbst so ein Kackrömer in Level 1 etwas schafft, das sonst keiner von denen in 12 Bänden Asterix schaffte. Nämlich mit der Waffe zu treffen, ohne sichere Möglichkeit, das zu verhindern für Asterix oder Obelix oder beide. Zweitens. Also ich sag ganz ehrlich, auch als Kind hat es mich angekotzt in solchen Spielen. Wenn eine Figur, die mit zum Beispiel Asterix, mit Römern normalerweise, was mal, Römer sind keine Gefahr für Asterix oder für Obelix. Und dann, wenn er plötzlich im Spiel, aber wenn das sich das null widerspiegelt und da schon die Schwierigkeit ist, wirklich ohne Schaden mal einen von diesen scheiß Römern irgendwie wegzumachen. Während das hier jetzt die Meersequenz. Oh Gott! Ja, ich mach mal erstmal mit meiner Liste weiter, was Jump'n'Runs nicht tun sollten. Dann Punkt 2 ist nämlich wehrhafte Gegner. Wie etwa die Bogenschützen bei Aladdin.
sollten schon von weitem erkennbar sein. Zumindest bevor sie dem Spieler Schaden zufügen können, ohne dass der was dagegen tun kann. Weil es ist einfach mördermotivierend, ohne eigene Möglichkeiten, dem zu entgehen, Schaden zu nehmen. Es ist vollkommen, ja klar. Dann drittens, hat man ein Leben verloren. So sollte man direkt dort wieder einsteigen, wo man zuletzt war. Ihr seht, was hier passiert. Das ist zum Glück ja immer nur ein kurzer Zwischenlevel, aber man muss bei Asterix tatsächlich komplett nochmal von vorne anfangen beim Level. Und da gibt's lange Level. Naja, nein, es macht keinen Spaß, ein Level nochmal durchzuspielen, den man gerade eben erst bis dorthin durchgeschafft hat. Und ja, Super Mario und seine Kack-Waypoints nerven total, wenn sie zu weit auseinander liegen. Viertens. Zeit sollte nur ein Bonus sein, der bestimmt, wie viele Punkte man für den Level bekommt. Ich hasse es, einfach gehetzt zu werden. Ein Jump'n'Run ist kein Rennspiel. Ich gebe aber zu, das ist sicher die weicheste, diskutabelste und auch persönlichste dieser Regeln. Aber für mich sind Jump'n'Runs einfach spaßig, anspruchsvolle Geschicklichkeitsspiele. Und da ist eine Uhr, gegen die man spielen muss, einfach irgendwie fehl am Platz. Und wieder, ja, ich hasse Speedruns. Weil die, wie gesagt, meist ohnehin nicht gespielt, sondern programmiert sind. Und laufen daher eigentlich sowieso nicht unter Let's Play oder Gaming allgemein. Das ist was völlig Getrenntes. Also geschweige denn über, ich laber hier ein bisschen aus der Zeit, als Dinosaurier die Erde beherrschten. Das ist Speedruns in eine völlig andere Welt, finde ich. Naja, und der fünfte Punkt schließlich. Die Anforderungen, die die einzelnen Levels an den Spieler stellen sollten, so weit wie möglich variieren. Also das Spiel sollte mit seinen grundlegenden Spielregeln, wie bewegen sich die Figuren und so weiter, möglichst viele Variationen an Hindernissen bieten. Das ist so der wesentliche Punkt an dem, was man abwechslungsreiches Leveldesign nennen würde. Es wird, glaube ich, oft missverstanden, weil damit weniger abwechslungsreiche Grafik als die Funktionsweise der Levels gemeint ist. Ja, guckt euch Super Mario an, das sieht eigentlich alles überall gleich aus, ist aber trotzdem ein super Jump'n'Run. Und dieser letzte Punkt hier, abwechslungsreiche Levels, also nicht, dass die Levels in sich abwechslungsreich wären, aber die sehen zumindest mal so voneinander getrennt, spielen die sich schon sehr anders, ist der einzige Punkt, an dem sich dieses Spiel hier hält. Bei allen anderen Punkten versagt es. Und ich gehe dir gerne nochmal dazu durch. Also, der einzelne gegnerische Kritter, das war jetzt zum Beispiel Level 1, diese Römer da. Ich habe keinen Weg gefunden. Also, hier übrigens, was ihr gerade eben gesehen habt, mit diesem Zwischenboss. Ich habe keinen Weg gefunden. Das könnt ihr beobachten, wenn ich hier noch öfter bin, weil ich einfach hier jetzt auch öfter spiele. Ich habe keinen Weg gefunden, diesem Peitschenhieb zu entgehen. Den Fischen hier, um Gottes Willen. Also, ja, das ist... Wenn ich mal einem entgehe, ist es mehr Glück als alles andere. Es ist so gut wie unmöglich. Aber als Kritter bezeichne ich jetzt einfach mal so einen Römer. Das ist sowas wie so ein Goomba, meinetwegen. Und man kriegt einfach immer irgendwelche Stiche ab. Und das nervt einfach. Es ist völlig für Asterix und Obelix so irgendwie völlig out of character. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Und die Schwierigkeit sollte vielleicht bestehen, wenn da mehrere kommen, wenn es eine schwierige Stelle ist und so weiter, dann ja. Aber nicht jeder Goomba oder Koopa ist in, also Koopa Troopa ist in Mario jetzt als Schwierigkeit auch gedacht. Naja, und wehrhaftere Gegner sollten erkennbar sein, sodass man sich gegen deren Verteidigungsmöglichkeit auch verteidigen können sollte oder Schaden verhindern können sollte. Und es wären hier zum Beispiel die Steine, die da angeflogen kommen. Von der Galeere werden die anscheinend gefeuert. Oder die Fische. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Man kann dem Ganzen nicht ausweichen. Man kriegt einfach Schaden. Und das werdet ihr auch noch sehen, wenn wir demnächst Beyond the Ice Palace dran kriegen. Das ist furchtbar. Da ist es auch ganz extrem. Nur ist es auch nochmal ein wesentlich älteres Spiel. Also da liegen
8 Jahre dazwischen oder so? 9? Naja. Und wie ihr auch schon gesehen habt, wenn man hier in einem Level stirbt, beginnt man wieder am Anfang des Levels. Was, wie gesagt, auch, was ich einfach mördermotivierend finde, nein, nicht. Es geht hier auch um Zeit. Die läuft zwar recht langsam ab. Ich weiß nicht, was da oben soll. Beobachtet es mal. 75. 74. 73. Sind das Sekunden? Oder was ist das? Warum lasst ihr das nicht einfach im Sekundentakt? Man hat so irgendwie kein Gefühl, wie viel Zeit habe ich jetzt wirklich noch. Es ist total verstörend, was für eine Zeitanzeige das ist. Naja. Und das in der Summe alles macht Asterix und Obelix für mich einfach zu einem richtig schlechten Jump'n'Run, weil das alles so demotivierende Faktoren sind. Da kann die Animation hier noch so toll sein und die ist auch gelungen, so weitgehend. Die Grafik ist toll, die Musik ist toll. Also die Musik ist wirklich so mit das Beste an dem ganzen Spiel. Eine Musik ist schon wichtig. Um jetzt einen Spieler zu motivieren. Hier versuche ich es mal wieder. Ganz langsam ran, ganz langsam ran. Welche Kampftechniken habe ich eigentlich? Oh, keine. No, oh nein, ich habe wieder was abgekriegt. Ah, Nerv. Und die Musik macht das Spiel wirklich toll. Aber aus diesem demotivierenden alles andere kann die Musik halt auch einfach nichts mehr rausreißen. Und ich habe es gerade angesprochen. So, welche Attacken habe ich eigentlich? Eigentlich eine. Dieser ganz normale Schlag, was natürlich echt toll ist. Denkt man mal drüber nach, wie viele Buttons dieser Controller eigentlich hat. Gut, man hat noch diesen kräftigeren Schlag, wo man ausholt. Da bleibt man einfach drücken auf der Taste und dann schlägt er. Also ich habe jetzt in den gesamten letzten Tagen nicht rausfinden können, wozu das gut sein soll. Weil die Gegner nähern sich alle zu schnell. Dann, wenn zwei kommen, hat man zwar einen vielleicht mit diesem Hieb erlegt. Es ist auch viel schwieriger, damit zu zielen. Über die Distanz. Und also man geht hier durch. Man hat im Wesentlichen einen Schlag. Und mal eine Frage. Ist das hier im Wesentlichen ein Jump'n'Run wie Super Mario? Oder ist es nicht doch eher ein Prügelspiel wie Double Dragon? Denk mal kurz drüber nach. Eigentlich ist das hier mehr was wie Double Dragon. Also das hier ähnelt Double Dragon viel mehr als Super Mario. Oder? Und dafür hat man nur einen einzigen Schlag? Erwarte ich, was eine Variation von Prügelattacken angeht, zu viel von diesem Jump and Run? Ja, ich erwarte mit einer Variation von Prügeltacken bei Asterix und Obelix zu viel von dem Spiel. Merkt ihr's? Das hier ist ein 0815 Jump'n'Run, bei dem man die Figuren Asterix und Obelix gegen irgendwelche Figuren ersetzen könnte. Es wurde überhaupt nicht auf die Comicvorlage eingegangen. Also mal von den, dass einen die Römerkritter tatsächlich treffen und verletzen können, mal ganz abgesehen. Sondern es ist einfach, was machen Asterix und Obelix vor allem mit ihren Gegnern? Die verprügeln sie auf lustige Weise. Im Prinzip ist es so eine Bud Spencer und Terence Hill Variante, eine frühe. In Comicform halt. Und hier die Ping-Blocks zum Beispiel, die da so rumstehen, fliegen, sind nur so dermaßen Abziehbilder aus Super Mario und Co. Ich frag mich echt, was die hier machen. Und wieso man die nicht einfach gegen passend aussehende Bonifelder geändert hat. Etwa herumrennende Wildschweine, die einfach als extra fungieren, statt als nervige, schadensausteilende Widrigkeiten. Weil hier ein Wildschwein wirklich zu treffen und zu killen, ist noch schwieriger als so ein Römerkritter. Das würde ich gern mal in einem Comic sehen, wo ein Wildschwein Obelix Aua macht. Nein. Naja, also, da ist man überhaupt nicht auf Asterix und Obelix eingegangen. Genau das hätte das doch die Comicvorlage geboten. Hier mit einer Vielzahl an lustigen Prügelanimationen sich da durchzuboxen.
Da lässt man ab und zu ein paar Kritter auftauchen, ein paar Zwischenmotze in Form von irgendwelchen Heeresführern oder so oder anderen Gegnern halt. Aber stattdessen hat man hier Steine und Fische, denen man ausweichen muss. Man hat die Römerkritter, die einen treffen. Man hat Plingblocks wie aus irgendwelchen Jump'n'Runs. Und man hat einen Schlag im Wesentlichen. Wenn man mal so von dieser Smart Bomb hier, wie etwa ja, dem Stern, den ich jetzt quasi eingesammelt habe, ja, es ist es doch, oder? Mal ganz absieht. Als ich die Tests überflogen habe, wurde kritisiert, dass das ganze Spiel zu eintönig sei. Und zu wenig Abwechslung der Levels. Also ich komme bis Level 3. Ich glaube, es ist Level 3. Ich betrachte das hier als Level 2, okay? Aber sehe ich jetzt nicht, weil diese Levels funktionieren schon unterschiedlich. Die Levels sind in sich halt nicht so besonders abwechslungsreich. Ja, und dann kapiere ich die Story auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr habt am Anfang gelesen, wo man diesen riesen Text präsentiert bekommt, vor der gallischen Karte, wo im Prinzip ja das Asterix und Obelix-Universum so mal grob erklärt wird, für die ganz Blöden, wer Asterix und Obelix halt nicht kennt. Ne? Aber gut, kann es ja geben, muss man vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber da steht was von drin, dass ja die, dass ja der böse Cäsar und so weiter, und jetzt wollen die Gallier dir mal zeigen, dass trotz der Palisaden und dass man da umzingelt ist, tolle Leute aus dem ganzen Land holt. Okay. Und dann, nachdem man den ersten Level durch hat, kommt auf einmal eine Auftragsänderung. Die Story ändert sich auf einmal, weil auf einmal Olympische Spiele stattfinden und Cäsar die eigenen Spieler, die Gallier, entführt hat und die man jetzt holen muss. What? Leute, wer ist hier wirklich dafür zuständig, wie über das Spieldesign? Und das Spiel fühlt sich auch einfach nicht Beta getestet an. Aus den Gründen, die ich halt schon nannte, weil die Schläge müssen so exakt sitzen, dass man einfach, man kommt nicht drum rum, einfach auch Hiebe der Römer abzubekommen, was echt nervig ist, oder Hiebe von Fischen oder ähnlichem. Übrigens, Infogramm, wo wir es gerade sehen, ihr wisst schon, es nennt sich heute Atari. Also wenn ihr irgendwas von Atari habt, dann ist es im Wesentlichen auch noch die Firma Infogramm. Hier habt ihr übrigens den Text nochmal. Und weil ich am Anfang versehentlich das Intro weggeklickt habe, lasse ich es jetzt mal ein bisschen dann spielen. Weil da rennt irgendwie dann Asterix und Obelix noch rum und eine Wildsau rennt rum und naja. Okay, den zweiten Versuch jetzt mache ich mit Asterix. Der spielt sich insofern ein bisschen anders, als dass der kleinere, quirligere nicht so hoch springen kann. Okay? Man muss viel genauer gucken, wie man springt, um zum Beispiel hohe, diese Extra-Blocks halt zu erreichen und sowas. Springen ist mit Asterix schwieriger als mit Obelix. Lasst euch das mal ganz kurz durch die Gehirnwindungen sausen. Ja, Spieldesign und so, ne? Was mit Asterix einfacher ist, ist es auszuweichen. Ist dem kleineren Sprite dann einfach geschuldet? Hier, guckt mal, zum Beispiel im Intro. Ein Schlag! Ihr habt schon im Spiel gesehen, ne? Wie viele Schläge man da braucht für einen. Und das ist sowas, also ich als Kind hätte da gekotzt. Und es gibt genug alte Spiele in der Richtung, wo ich auch gekotzt habe, weil das ja genauso gehandhabt wurde. War das einfach, man kennt es aus der Serie, aus Comics oder sonst wie, dass das halt irgendwelche Kreter sind, die gegen die, also die für die Superhelden, für die man ist, halt, also wie Asterix und so Obelix, keinen Widerstand darstellen. Aber naja, ich hoffe übrigens, ihr hört kein Rauschen im Hintergrund oder dergleichen, weil hier hat es mittlerweile angefangen zu regnen, beziehungsweise eigentlich regnet es schon die ganze Zeit, aber ich glaube, es wird gerade ziemlich laut. Sorry dafür.
jedenfalls, was kann ich noch erzählen hier? Bumm, oh. Wenn ich hier das Spiel auch nochmal sehe, während es so abläuft und ich was dazu erzähle, ich fühle mich schon wieder kolossal genervt. Ja, merkt man auch an meiner Stimme. Und habt ihr da eigentlich eine Berührung gesehen? Ja? Ich sehe da keine Berührung. Es tut mir leid. Auch im Spiel nicht. Sondern man stolpert auf einmal zurück und nimmt Schaden. Warum auch immer. Der ist immer noch in seinem Busch. Der hält immer noch seinen Speer. Ganz normal. Und man kriegt Schaden. Keine Ahnung warum. Spieldesign und so. Und Beta-Testing. Also man soll sich nicht einbilden, solchen nicht getesteten Schrott gäbe es nur auf dem Jaguar. Den gibt's auch auf dem Super Nintendo. Ich meine, jetzt technisch kann man jetzt nicht so viel aussetzen. Es ist, ja, der Bildschirm scrollt, ja, der Super Nintendo kann das. Es bewegen sich einige Sprites, ja, der Super Nintendo kann das. Wir werden mal noch irgendwann zur ganz anderen Spielen auf dem Jaguar kommen. Stichwort Zool 2. Die eigentlich auch, die was machen, dass der Jaguar eigentlich par excellence können sollte. Aber wo die Framerate dann tatsächlich auch mal in den Keller geht, weil zu viele Sprites. Und das finde ich auf dem Jaguar seltsam, weil das ist eigentlich seine Königsdisziplin. Naja, aber wir sind hier. Ich meine, jetzt wenn ihr mal aufpasst, der Schrittrhythmus ist echt der... Ist super gemacht mit dem Musiktakt, mit der Geschwindigkeit. Von daher, es erinnert schon stark an Bubsy. Grafisch, musikalisch kann ich jetzt nichts dran ausrichten, wobei Bubsy musikalisch jetzt nicht so doll war. Ging aber irgendwie. Aber das ist wirklich so, wäre ich der Zeichner hier von dem Spiel. Ich weiß übrigens nicht, was das Geräusch ist, wenn ich hier dahinter hinter der Palisade herkomme. Bei Obelix genau das Gleiche. Keine Ahnung, was da hinten passiert. Aber wäre ich der Grafiker von dem ganzen Teil, ich hätte dem Programmierer echt eine runtergehauen, was er mit dem Scheiß gemacht hat. Oder den Level-Designern meinetwegen. Oder den Beta-Testern, warum die dem Programmierer nicht eine auf die Nase gegeben haben. Aber Gewalt ist ja keine Lösung, wie wir dank Asterix und Obelix wissen. Oh je. Ja, jetzt hier haben wir wieder die Story-Änderung. Oh, wir müssen jetzt die entführten Deppen befreien und müssen dazu nach Britannien. Was ich jetzt mit Asterix schon wieder mache, was natürlich tierisch abwechslungsreich ist. Ich meine, gut, ich habe es jetzt nicht im Zwei-Spieler-Modus getestet. Der soll besser sein, was ich so aus den Kritiken rausgelesen habe. Viel dazu kann ich jetzt leider auch nicht sagen. Aber wir werden noch einige Multiplayer-Spiele kriegen. Wir haben hier Aufnahmen gemacht. Und es war jetzt, Asterix und Obelix ist für mich jetzt kein Spiel, was man vielleicht unbedingt Multiplayer-mäßig spielen will. Beziehungsweise, dass man sich... Also ich glaube, man holt sich kein Jump'n'Run, wenn man ein Multiplayer-Spiel sucht, oder? Ich glaube, Super Mario Wii war so ziemlich das erste Jump'n'Run, das man sich wirklich mit der Absicht geholt hat, das zu mehreren zu spielen. Einfach weil die Spielmechanik mit den mehreren Spielern so absolut genial ist. Ich weiß jetzt nicht, ob Super Mario Wiis erste Spiel war, das es so gemacht hat. Da bin ich echt überfragt. Auf jeden Fall ist diese Spielmechanik, wie es Super Mario Wii es macht, einfach phänomenal. Ja, de facto. Und Super Mario Wii habe ich mir damals mit meiner Ex-Freundin ganz, ganz damals auch tatsächlich aus genau dem Grund zugelegt. Und es ist einfach... Die Aufnahme steht uns hier jetzt auch noch aus, nur ist Super Mario Wii... Ihr seht schon, also ich habe springenderweise hier nicht mal den Stern erreicht mit Asterix. Es ist so grotesk. Wir haben uns dazu wirklich gesagt... Wir müssen Super Mario Wii, wenn wir das mal spielen, wir müssen uns dabei aufnehmen, weil das gehört so dazu. Ich werde dann dazu auch nichts offscreen labern, sondern da ist dann einfach, weil
Man versucht jetzt gemeinsam durch das Spiel durchzukommen, während man sich aber selber mehr auf der Couch rauft als alles andere. So, wieso bist du auf meinen Kopf gesprungen? Jetzt bin ich wegen dir in die Lava und etc. Was? Wieso warst du auch in der Blase? Und so Zeug. Wenn ihr Super Mario Wii kennt, dann kennt ihr das garantiert und das gehört einfach zu diesem Spiel dazu. Super Mario Wii kann man wirklich nicht alleine durchspielen. Und wir wollten das neulich sogar mal aufnehmen und wollten diese Aufnahme machen, aber da war es dann so. Also diese Aufnahme findet hier, also das hatten wir probiert noch vor dem Lockdown, okay? Also auf jeden Fall lief es dann so, dass wir eigentlich ein angefangenes Spiel hatten, wo wir auch ein Level ich weiß nicht wo waren. Und da sind ja ein paar Speicherstände. Und so, ja, scheiße, welcher waren das jetzt? Wo waren wir? Und dann sehen wir die Speicherstände durch. Ich habe erstmal den einen Speicherstand gefunden, wo ich ganz, ganz damals, also vor über 10 Jahren, eigentlich dabei war. Also wo wir dabei waren, also ich mit meiner Ex-Freundin von damals. Wir hatten es schon komplett durchgeschafft und wollten aber noch die ganzen Bonussachen, die man dann halt frei macht durch die Sterne und so weiter, dass wir die auch noch alle freischalten, waren da dabei. Das zweite Spiel war irgendwo zwischendrin, wo wir aber auch alles schon erledigt hatten, aber nicht weiterkamen, aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht mal, was da genau war. Und also es war total konfus, aber ich bin auch eh dafür, dass wir das dann nochmal komplett von vorne starten. Und das wird wahrscheinlich eine ganze Zeit gehen, aber ich muss ja auch nichts dazu labern, sondern ihr könnt dann zusehen, wie wir uns auf der Couch prügeln oder so. Mal gucken, vielleicht gucken wir mal auch, dass wir hier dann zu dritt oder so sind, aber das wird dann wahrscheinlich auch erst nach Lockdown und so weiter stattfinden können einfach. Ja. Also familiär haben wir jetzt zum Beispiel auch gesagt, Weihnachten verschieben wir einfach auf Juni oder so. Ich habe schon von anderen gehört, die irgendwie australische Weihnachten dann feiern. So am Strand bei 30 Grad im Sommer dann. Ja, ist ja, in Australien wird ja auch Weihnachten gefeiert und die haben ja dann Sommer, während wir Winter haben. Und Asterix hat auch nicht wirklich eine Chance gegen die Fische. Aber ihr seht, hier gelingt es mir ab und zu, da kann ich zumindest unter den Fischen bleiben. Ich sehe auch ein, dass es hier wohl irgendwo dazugehört, auswendig zu lernen, wann die Fische von wo kommen. Aber da es nur so ein Zwischenlevel ist, ich habe da nie so drauf geachtet. Ich habe es jetzt wirklich ein paar Tage lang gespielt. Habe deswegen jetzt auch als erstes Obelix genommen, weil ich weiß, es geht normalerweise dann auch kürzer. Oder hier die Sprite-Abfrage wieder. Wieso habe ich diese Ebene nicht erwischt, ja? Genau was sowas angeht, sollten Jump'n'Runs auch ein bisschen tolerant sein, weil es einfach echt nervt, wenn die Abfrage dann, hat man die Ebene noch erwischt, zu streng ist. Weil das ist einfach, ja, das ist demotivierend. Da will man schon so ein bisschen entgegenkommen haben und die Schwierigkeit des Spiels sollte nicht aus einer sehr kleinlichen Sprite-Abfrage bestehen, sondern sollte aus dem Level-Design bestehen. Das sollte die Schwierigkeit sein. Das macht ein gutes Spiel aus und nicht, oder dass das Spiel seine Schwierigkeit eben daraus bezieht einfach. Ja. Das hier ist jetzt also der dritte Level sozusagen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es einfach der dritte Teil von Level 1 ist. Das kriegt man hier nicht gesagt, soweit. Und ich habe mir dann echt überlegt, man fährt also nach Britannien und ist dann hier? Was ist das? Ich habe mir dann überlegt, sollen das hier die Klippen von Dover sein? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also für die Klippen von Dover wäre das hier schon ein bisschen arg hoch und da, die sind eigentlich kalkweiß und so wirklich Gras gibt es da nicht. Ich war schon da, ich weiß das. Nein, also Level-Design, grafisch, weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Es passt jedenfalls einfach nicht. Ah, bis man mit Asterix mal da hochkommt, es ist so nervig. Warum springt Asterix nicht so hoch wie Obelix? Es lässt mir einfach keine Ruhe. Ja genau, dann kommt hier auch so ein... Diese Möwe erinnert mich auch stark an diese Biene aus Bubsy. Ich könnte hier überall Parallelen zu Bubsy ziehen.
Ja, dann haben wir hier mal wieder, also das ist jetzt das, was ich kein Kritter nennen würde. Ist okay, man hier erkennt man den vorzeitig. Ist anders als mit den Steinen, die einem entgegengeflogen kommen. Aber es ist auch hier nicht möglich, ohne Schaden aus der Affäre zu kommen. Die kann man sich anstellen, wie man will. Also zumindest habe ich es in den letzten Tagen nicht rausgefunden, als ich das immer wieder gespielt habe. Ja, hier habe ich natürlich auch super Chance auszuweichen. Jetzt werden manche vielleicht sagen, ich glaube, ich habe es auch in einem anderen Video irgendwo mal angesprochen. Guckst du dir nicht im Internet vorher, wie man das macht? Und da sind wir wieder so ein bisschen beim Fundament des Kanals. Nein, mache ich nicht. Denn damit geht auch der Eindruck verloren. Also zumindest bei Spielen, die ich zum Beispiel noch nicht kenne. Als wenn man da reinkommen will in das Spiel, welche Schwierigkeiten präsentieren sich einem? Wie geht man die selber an? Damals gab es kein Internet. 1995, man hätte nirgendwo nachgucken können. Gut, in Spielezeitschriften hätte man mit Glück vielleicht mal einen Tipp gefunden. Aber hatte man die, kam dann der Tipp dazu? Nicht notwendigerweise. Und viele... Ja, andere Kanäle, die da immer unbedingt komplette Durchmärsche präsentieren wollen oder wie toll das alles ist, muss ich auch ehrlich sagen, dass mich das demotiviert. Also, wie gesagt, ich möchte hier den Eindruck auch vermitteln. Wie ist es, wenn man das Spiel, so ein kompletter Newbie jetzt in dem Spiel, der geht das Spiel an, hat es ein paar Tage vielleicht mal so ein bisschen abends angezockt. Wie weit kommt man? Wie ist der Eindruck davon? Was sind die Schwierigkeiten? Und es geht halt verloren, wenn ich vorher schon mir alles aneigne aus dem Internet. Und weil wer das machen will, kann das sowieso machen. Und kann dann sagen, ah ja, so macht man das. Ist dann okay, wenn ihr das wollt. Aber damit geht für mich auch einfach viel vom Spiel verloren. Für mich ist so ein Spiel, und auch ein Jump'n'Run gerade, hat auch was mit Level-Entdecken zu tun. Die Gegner entdecken, mich überraschen lassen. Wenn ich das vorher schon nachgucke, dann denke ich im Spiel nur noch, ah, das war das. Ah, das war das. Ah, das war das. Und das will ich nicht. Ich will ja selber Spaß haben an den Spielen. Und das Ganze mit zu entdecken, wenn man immer weiter kommt, gehört für mich einfach zum Spaß von so einem Spiel dazu. Hier ist übrigens Asterix nicht mal nach links gegangen. Ich wollte immer nach links gehen, aber es hat er nicht gemacht, als ich von der Leiter kam. Ich kam nicht, dass ich dann nach links springen konnte. Erstmal, es war ganz komisch. Also dann hat er es irgendwann gemacht. Also irgendwas hat er was gehakt. Beta-Testing mal wieder, ne? Ja, und deswegen bei diesen Spielen, die ich noch nicht kenne, ist diese Maxime so, ich will irgendwo auch zeigen, wie ist es, wenn man das Spiel einfach anfängt oder wenn man da mal ein paar Tage dran gespielt hat, wie kommt man rein oder auch nicht. Und wohingegen es einige wenige Spiele gibt, natürlich in der riesigen Masse an Spielen, die es überhaupt gibt, sind die Spiele, die ich damals durchgeschafft habe, natürlich eine Minderheit. Und auch die muss ich heutzutage ja wieder üben. Ich habe dann aber Spaß dran. Es kommt dann natürlich auch auf die Zeit an. Guck mal, hier runtergefallen. Und wieder zurück. Super Sache, oder? Das ist voll motivierend. Egal. Ich glaube auch, dass es bei den Spielen, wo ich damals schon durchgeschafft habe, auf Systemen, die ich technisch auch viel besser kenne, als jetzt zum Beispiel die PlayStation oder so. Wobei, da geht's noch. Da kann ich technisch schon einiges dazu sagen. Ja, jetzt habe ich hier einfach mal ein Time-Up. Sowas nervt mich komplett an. Und wenn ich dann ein Walkthrough liefern kann, ist es auch super, weil da kann ich einfach mehr drüber erzählen. Hier kann ich halt was drüber erzählen, warum hat mich das Spiel angenervt? Was macht das Spiel falsch? Warum ist dieses Spiel hier Babsi? Ja. Und damit haben wir auch mal Asterix und Obelix. Ich habe auch ein Asterix-Spiel auf der Wii. Interessanterweise geht es wieder von Olympischen Spielen da bei den Römern aus. Ja. Werden wir auch irgendwann drankommen. Fand ich aber damals nicht so brutal schlecht wie das hier. Ich finde das hier wirklich brutal schlecht, obwohl die Kritiken gut sind. Wer das Spiel hier früher auch gespielt hat, lasst mir eure Meinung zukommen. Sagt mir, warum ich falsch liege oder warum
ich vielleicht mehr hätte spielen sollen, wobei das jetzt schon einige Tage Übungen hier sind, okay? Vielleicht habe ich für dieses Spiel kein Talent, dass da einfach ich nur bis Level 3 komme, oder vielleicht war es ja doch gut, keine Ahnung. Schreibt was dazu. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Und dann kommt dieses Jahr trotzdem noch was. Okay? Wunderbar, super. Bis dann und ciao.